Hallo und herzlich willkommen beim Brick Freak. Heute jetzt im zweiten Set von Happy Build oder Xin Yu, das ich als Rezessionsmodell bekommen habe. Ja, hier so Raupenbagger YC22011, 1866 Teile mit Power Functions. Wir sind gespannt. Und der sieht schon aus, als würde er wie ein, zwei Modelle von Kada geschickt, unten drunter die Technik und oben drüber viel Systemsteine. Also ne, Schaufel komplett gefliest und gebaut, kein Formteil, das ist auch schon mal nett. Die Proportionen sind ein bisschen seltsam. Bin gespannt, wie er aussieht. Ich denke, er wird in Wirklichkeit ein bisschen besser aussehen als auf dem Bild. Auf dem Bild sieht er irgendwie ein bisschen komisch aus. Okay, 1 zu 23. Ja. Ah, und da sehen wir das gute Stück von hinten. Full Function, 2,4 GHz Remote Control mit Licht. Gespannt hier unten der QR-Code. Auch von hinten, wie es gemacht ist mit Fliesen. Also ich bin echt gespannt. Ich denke, aus Technik hätte der auch keine 1866 Teile. Ich denke, da wäre das kleiner gewesen, aber das alles mit System zu verkleiden und dann da teilweise kleinteilig. Okay, ich mache mal auf, wir schauen rein. Innen drin sind erstmal nur zwei Kartons und ein Stickerbogen. Gut, mal gucken, was in den Kartons ist. Wow! Wow, ich bin erschlagen. Das ist Box 1 und ich hätte es dem kleinen Modell nicht angesehen, dass da 5 L-Motoren verbaut sind, 2 Akkuboxen, gute Fernbedienung wird nicht verbaut, und 2 M-Motoren. Da sind 7 Motoren und 2 Akkuboxen drin. Boah. Okay, ich habe 2 Motoren, klar. Ne? Je Kette. Ein Motor für hoch und runter, ein für Kippen. Das sind 4. Bin mal gespannt auf die ganzen Funktionen. Bin echt gespannt. Super cool. Okay. Box 2 mache ich ja erst auf, wenn es nötig ist. Zeige ich euch dann, wenn wir hier den Bauabschnitt 1 und 2 zu Ende sind. 1, 2, also 2 sieht fast nur schwarz aus. Und wir haben zwei Beutel, die neutral sind, ohne Nummer. Da haben wir die Pins, die schwarzen Zweierpins und die roten zwei Achsen. Und ein kleines Ladekabel. Okay, los geht's. Ja, die Anleitung ist in der Box 2 und die Bauabschnitte 3, 4 und 5. Ich hätte es nur mit 4 gerechnet. Okay, aber das Ding ist, es sieht so unscheinbar aus. 7 Motoren. Das ist wie der Kader Teleloader. 1400 Teile, super klein und irgendwie auch 12 Trillionen Motoren drin. Okay, hier sehen wir gleich mal, wie wir alles zu bekleben haben. Ich glaube, ich werde es diesmal machen, weil habe mich jetzt schon ein paar Mal geärgert, dass ich gedacht habe, oh, ich brauche doch die Aufkleber nicht. Und dann doch alle Motoren wieder durchtesten musste. Insofern erspare ich mir das diesmal. Ist auch nett, wie sie es schön zeigen. Also das Ding muss hier unten drin echt sehr, sehr eng und vollgestopft sein. Ich bin gespannt, ob das alles funktioniert. Okay, wir bauen erstmal einen stabilen Rahmen mit Technikrahmen. Okay. Das sieht auch nur nach einem Renderbild aus, oder? Ja. Oder ist es? Nee, ein gutes Renderbild, aber ein Renderbild. Okay. Los geht's. Thank you.
Und der Bauabschnitt 1 ist erledigt. Zum Bauen super angenehm, kann überhaupt nichts sagen. Von der Optik kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Im Moment sieht es ja äußerst seltsam aus. Ich muss natürlich sagen, ich habe vorher Kettenbagger gesagt. Natürlich ist es eine Art von Bagger und es läuft auf Ketten, aber es ist natürlich ein Bulldozer. Im Amerikanischen. Ja. Bevor jemand schon in die Kommentare gehämmert hat. Gut, wir haben jetzt unten die beiden Akkuboxen verbaut. Und ja, bis jetzt wäre ich mit dem Anschließen noch zurechtgekommen, vor allem weil es auch relativ gut gezeigt ist. Also die gehen da schön drauf ein. Die machen das deutlich besser als Mole King. Mit den Modellen, also auf jeden Fall bei dem, ich glaube bei den anderen Xinyu-Modellen hatte ich auch keine so allzu großen Probleme. Ja, Qualität über jeden Zweifel haben, ja. Keine großen Farbabweichungen im Gelb, nichts, alles in Ordnung. Die Pins gehen fast einen kleinen Ticken leichter. Und bis jetzt habe ich auch nicht allzu viele Pins gebraucht. Ja. Es ist wirklich der größte Teil, glaube ich, sogar System. Ich glaube, es ist wirklich so zwei Drittel System, Steine an dem ganzen Ding und nur allerhöchstens ein Drittel Technik. Mal gucken, was jetzt im zweiten Bauabschnitt kommt. Die 9er Breite ist natürlich auch so eine Sache. Also ja klar, nachher mit Ketten sieht er dann hoffentlich etwas voluminöser aus. So. Im Moment ist er doch etwas verloren. Abschnitt 2 ist erledigt und ihr seht, wir haben mords viel Platz fürs Kabelmanagement. Hier auf grün liegen zwei, das sind die beiden M-Motoren, dass die gleichzeitig hier die Aktuatoren ausfahren. Hierbei liegen die beiden XL-Motoren, die die Kette antreiben und hier liegen die beiden Motoren, die die Aktuatoren vom Pickel hier hinten antreiben. Und ihr kriegt es komplett in der Anleitung gezeigt. Wo ihr lang durch müsst, überall hier dann Platz gelassen. Also ich muss jetzt mal vorab einsagen, egal wie gut das Set wird oder so. Das ist von der Anleitung her, abgesehen vom Marktführer, das Beste, was ich bis jetzt im Technikbereich hatte. Es ist alles super deutlich zu sehen. Und insbesondere eben, dass wir genau wissen, was wir mit den Kabeln zu tun haben, wo sie hinkommen und nicht raten, oben durch, unten durch. Und dann war es natürlich doch oben durch, wir haben es unten durch verlegt. Dann wird es knapp oder zu lang oder wie auch immer. Super nervig. Bei Mole King nervt mich das dermaßen. Und das hier ist wesentlich besser gemacht. Absolut Xinyu, super gut. Bitte macht weiter so. Obercool. Echt. Ansonsten Qualität, ja. Es passt alles einfach gut zusammen. Es ist durchdacht. Das Design vom Aufbau her ist eines von den besten, was ich jetzt wirklich im Technikbereich hatte. Es ist einfach, strukturiert, stabil. Das Aussehen, das muss jeder hinterher für sich entscheiden, aber da müssen wir auch mal warten, bis es fertig ist. Aber soweit echt gut. Und vor allem nach dem Teleloader, ich musste ihn ja Gott sei Dank nicht fertig bauen. Und im Stefan sein habe ich zerstört. Entschuldigung, Stefan, nochmal. Auch hier als offizielle Entschuldigung. Deswegen gibt es kein Video im Moment von dem Kader Teleloader. Da hat man so geflucht. Hier hast du so viel mehr Platz. Musik
5 Bauabschnitten ist er soweit. Unser Flachbagger aka Bulldozer ist fertig. Und ich muss sagen, es ist ein richtig gelungenes Modell, auf jeden Fall mal vom Aufbau und allem drum und dran. Der macht richtig Spaß. Es ist eine Stelle hier, diese seitlichen Teile, die unteren. Da ist viel Spannung drauf und da rasten die Konnektoren auch nicht komplett ein. Also da ist ein bisschen Spannung drauf, aber das sieht man gar nicht groß und von vorne im Allgemeinen geht's. Wir gucken uns das Ganze ja dann im Review nochmal an. Und da zeige ich euch dann auch die spannenden Fahrfunktionen. Hier seht ihr jetzt mal nur das fertige Modell. Okay. Also wie gesagt, Teilequalität bombastisch gut. Gar nichts verkratzt. Zwei Teile hatten ein bisschen Schlieren drauf. Die gehen mit dem Schmutzradierer weg. Ansonsten ein Fest zum Zusammenbauen. Wirklich. Die Optik, das muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn einem die Optik gefällt, hat man hier auf jeden Fall, denke ich, ein gutes Rundumpaket. Wie er denn sich schlägt im Praxistest, das schauen wir uns dann im Review an, da zeige ich euch dann alle motorisierten Funktionen. Gut, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Geduld. Vielen Dank an die Firma Genew, dass er uns das hier zur Verfügung gestellt hat. Dann sehen wir uns im Review wieder. Bis bald.